Ich muss nur um die Ecke kommen. Also komm, wir rennen. Ist mir egal. Ist mir egal. Okay, es war mir doch nicht ganz so egal. Oh. Oh. Einfach nur. Oh. Nein! Warum verfolgt er mich denn weiter? Was ist denn sein Problem? Nein, 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 nein! Mann! Das ist brutal! Hat der mich... Okay, komm, wir rennen jetzt direkt weiter. Wobei, warte mal, wir tricksen ihn aus. Wir lassen ihn hier runterrennen. Ja, komm hier runter. Blöder Hund. Ja, was machst du jetzt? Jetzt bist du einfach nur da. Nee, 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 nee. Ah, Gott, ist mir warm. Ich fange an zu schwitzen. Verdammt. Das Spiel ist doch recht aufregend. So, wir lassen uns einfach mal hier so durchschieben, würde ich sagen, oder? Okay. Aha. Okay, wait, wait, wait. Wir müssen die Kiste auf die Platte hier schieben, damit das Tor aufgeht. Und holen uns die... Ja. Einfach nur ja. Wisst ihr schon, warum ich ja sage? Nein. Wir müssen uns hier hinten fallen lassen, damit wir das Tor da öffnen können. Damit ich hier wieder an meine Manipulationsmaschine rankomme. So, jetzt muss ich erstmal wieder hier runter, damit der mich hier weiter schieben kann. Dum, 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 dum. Weil der kann mich ja dann anscheinend hier so rüberschieben. Sehr gut. Warum gibt es hier diese Plattform? Diese Plattform wird nicht ohne Grund da sein. Lass uns mal kurz weiterschieben. Weil das uns wahrscheinlich nichts bringt, weil da wird die Tür zu sein. Ja, das habe ich mir gedacht. Verdammt. Also gehen wir erstmal wieder zurück zur Plattform und gucken mal, was wir hier unten finden. So, flup. Wie jetzt? Ich kann doch jetzt hier nicht runterspringen. Ja, bei der Wendeltreppe habe ich mich auch kurz erschrocken und dachte auch, das wäre ein Sägeblatt, bin ich ehrlich. Ich wollte auch gerade die Wendeltreppe runterlaufen. Aber das Spiel lässt mir ja gar nicht quasi in die Tiefe mich ja gar nicht rein. Ich kann ja nur links und rechts. Jetzt ist aber die Frage, wie kriege ich jetzt das Tor auf? Weil da komme ich nicht durch. Ach, pass mal so auf, warte mal. Kann ich mit ihm hierhin? Nee, kann ich nicht. Ich wollte gerade überlegen, ob ich das Tor irgendwie hier öffnen kann. Kann ich mit ihm hier hoch und hier hoch? Und dahin? Das heißt, Entschuldigung. Das heißt, ich muss irgendwas da hochbringen. Damit ich was da hinstellen kann. Und ich brauche aber jemanden trotzdem, der mich ja dann noch rüberfährt. Kriege ich das Panel nach unten, damit ich da eine Kiste raufpacken könnte? Kann ich... Ja, steh mal wieder auf. Kann ich mit dir... Nein, ich will... Kann ich dich... Nein. Nein! Ah, wenn man zu blöd ist, die Steuerung richtig zu bedienen. Mann! Ich kann jetzt mit dem zurück. Aber auch nicht mehr. Lol, warum habe ich denn da so ein Ding? Lol, gar nicht gesehen.
Jetzt kann ich mit dem zurück? Nicht so weit. Mich jetzt hier raufstellen? Mich einmal fallen lassen? Dann wieder ranknüppern, damit ich den anderen kriege? Und den nutzen, damit er mich rüberschiebt? Hey! Nice! Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Ich habe das Ding da oben auch gar nicht gesehen. Ist ja cool. Ja, das dachte ich mir auch gerade. Also wirklich. Okay. Das kann ich doch mit dir bestimmt den Hebel hier ziehen. Die sind verwirrt. Warum? Ach so, warte mal. Okay. Weil ich kann mich, glaube ich, jetzt hier nicht fallen lassen. Ich glaube, dann lande ich nämlich direkt auf dem... Ne? Ihr wisst. Genau an der Kante. Ich kenne mein Glück. Oh, das war knapp. Oh, das war jetzt aber knappi. Jetzt erstmal ganz schnell nach oben tauchen. Das war jetzt aber eine knappe Nummer. Das war jetzt gar nicht so gut. Muss ich jetzt eigentlich nach da oder nach da? Also wir schwimmen erstmal wahrscheinlich in die falsche Richtung. Oder muss ich nach unten? Hallo? Oh ja, warte mal, hier ist was. Da unten war bei der Europalette, war da so ein roter, ne, zum Ziehen. Hier, da, den hier, seht ihr den? Kann ich jetzt damit das Ding hier, jawohl, befreien und das denn als quasi Floß nutzen? Cool. Also ich muss sagen, die Mechaniken sind nice. Gefällt mir und ist wirklich nicht ganz so schwer. Ja, also bin ich ehrlich, das ist so mein Rätselniveau. So halbwegs. Ich sehe bei jedem Ja-Moment das Meme von mir, wo die Formeln durch die Luft waren und du das Universum verstehst. Ja, das muss ich auch nochmal irgendwann, glaube ich, mal bei uns in den Videos mal mit einbinden. Weil das habe ich sehr oft. Oder wie, auch Stevie hat das auch. Gerne mal. Weil Stevie, wie gesagt, ja eigentlich der... Eigentlich eher so unser Rätselkönig ist. Okay, was machen wir jetzt hier? Kann ich hier irgendwie... Okay, da kann ich nichts machen. So einen roten Knopf einfach drücken? Ist immer die beste Idee. Hä? Okay, wir haben jetzt Wasser abgelassen und müssen jetzt wahrscheinlich wieder Wasser hochlassen. Ah, lol. Ich war zu langsam für das Tor. Und hier komme ich nicht hoch. Kann ich das Wasser jetzt wieder irgendwie ablassen? Oder bin ich jetzt gefangen? Okay, es gibt ein... Es gibt eine Möglichkeit, wieder zurückzukommen. Nice. Okay. Also nochmal aufs Neue. Wir lassen Wasser ab. Gehen durch die Tür. Beziehungsweise wir gucken uns erstmal vorher an, was wir da hinten noch so finden. Also ob wir da einfach so hinkommen. Weil maybe wir können, bevor das Wasser hier hochgeht... Nee, können wir nicht. Könnte ich. Weil durch Springen habe ich das Gefühl, bin ich minimal schneller. Aber wirklich ein Hauch. Oh Gott, nee. Das war ja nun mal gar nichts. Warum nicht? Wie soll ich denn das bitte schaffen mit der Zeit? Okay, das nächste Rätsel. Verdammt. Also, wie können wir denn aufhalten, dass die Tür so schnell sich schließt? Können wir das überhaupt aufhalten? Wollen wir das überhaupt aufhalten? Und macht es überhaupt Sinn, das aufzuhalten? Weil dann ist ja der ganze Raum überflutet. Wobei, vielleicht können wir ja da drinnen, haben wir ja vielleicht das gleiche Panel, was wir dann unter Wasser einfach drücken können, damit das Wasser wieder ablässt. Aber wir schaffen das niemals in der Zeit. Wenn das Wasser steigt, quasi
bis zur Tür hinzukommen. Also. Und ich kann ja nichts anderes machen, außer drücken. Ich meine, ich könnte jetzt den Knopf nochmal drücken. Aber das bringt ja nichts. So, ich kann hier nichts mitnehmen, oder? Kann ich... Ich würde gerne irgendwas... Kann ich irgendwas greifen? Nope. Kann ich irgendwas greifen, was hochschwimmt? Wie sowas hier zum Beispiel? Kann ich das mitnehmen? Nee. Okay, anders. Muss ich eigentlich immer zurück oder kann ich einfach diesen Knopf hier unten unter Wasser nochmal drücken? So, dass ich da hochschwimmen kann. Jawohl. Das war jetzt eigentlich mehr Luck als alles andere, aber ich nehme es mit. Bin ich ehrlich. Alles, was mich weiterbringt und auch wenn es nur Lucky war, nehme ich mit. So, dass wir das Ding hier irgendwie mitnehmen können. Wo müssen wir denn hin? Also wir können den Koffer mitnehmen. Warum können wir den Koffer mitnehmen? Und warum sollte ich den Koffer mitnehmen? Ich kann jetzt mit dem Koffer hier raus. Lol, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Ziel ist es, wir wollen da oben an die Kette. Das heißt, wir lassen jetzt wieder das Wasser steigen, damit wir mit dem... Also das Ding soll dann hochschwimmen, damit wir hier raufklettern. Das Game ist geil. Muss ich sagen, also gefällt mir. Wirklich, also es gefällt mir wirklich, weil du hast echt... keine Frustrationsschiene. Muss trotzdem grübeln, aber ist halt nicht so knifflig, also nicht zu knifflig. Ist genau mein Niveau. Nee, das war... Nee! Einfach nein! Ich hätte mich da hinstellen sollen für den Schatten. Ich habe den Schatten nicht gesehen vom Rohr. Ich bin doch... Ey... Nein! So, wir stellen uns jetzt erstmal hier hin. Es ist. Oh, wir müssen mitgehen. Nein, wir müssen runter, 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 runter. Runter, okay. Wir können nicht gleich alles runter machen. Juti, 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 juti. Machen wir das gleich Stück für Stück für Stück für Stück für Stück. Sehr gut. So lang? Nee. Verdammt, schon wieder falsche Richtung. Und ich muss wieder zurück. Und ich wette, ich drehe gleich wieder in die falsche Richtung. Es ist... Ich kann mir sowas nicht merken. Ja, komm, 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 komm. Nee, ich drehe sogar ausnahmsweise. Aber ich gehe safe. Ich gehe safe vor. Wir machen das wirklich Step by Step. Wir machen das jetzt echt safe. Ich habe jetzt nämlich keinen Bock, nochmal erschossen zu werden hier von diesem Robotics. Nein! Greif doch! Nein! Mach doch runter! Shit, ich muss wieder zurück. Oh, das war knapp. Das war knapp, Freunde. Das war gar nicht so... Das war Knäppis. Knäppis, Knäppis, Knäppis. Kann ich jetzt... Nee, warte mal, das ist mir noch zu... So, weil jetzt kann ich rüber, oder? Jawohl! Achso, ich kann hier einfach durchspringen. Nein! Halt dich fest! Ich bin aber wenigstens da. Ich dachte, ich muss es mit der Kurbel nochmal machen. Ach, und da ist auch so ein Lämmchen. Nicht klar. Okay, da ist der Schatten hier ungefähr. Und wir müssen... Ich weiß gar nicht, wo muss ich denn jetzt langlaufen? Ich muss mitlaufen, okay. Ohoho! Oh! Das war jetzt aber auch wieder sehr knapp. Aber es ist okay. Nehme ich mit. Oh Gott!
Also ich finde das Game an sich finde ich ja eigentlich ganz cool. Die Atmosphäre ist stimmig. Und ja, also mir gefällt das Game wirklich. Und es ist auch nicht. Ich muss auch sagen, das Game ist nicht zu stressig. Hat eine coole Atmosphäre. Schöne Rätsel. Also wirklich schöne Rätsel. Muss ich jetzt runter oder muss ich mich rüberschwimmen? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Und ja. Hat irgendwie Charme, finde ich. So. Was ist jetzt unsere nächste To-Do? Sollte ich mich schwingen? Oh Gott, das könnte jetzt aber länger dauern, wenn ich mir jetzt wirklich schwingen soll. Oh Gott. Ist ja wie früher bei der Schaukel. Ich glaube aber nicht, wir müssen schwingen, oder? Aber wir lassen uns mal runter. Ich glaube nämlich nicht, dass wir jetzt wirklich hier schwingen müssen. Nee, okay. Geht hier weiter. So, dennoch wissen wir aber immer noch nicht, wo wir, warum wir eigentlich hier sind. Ja, und da hinten sind wieder Hunde. Jetzt ist die Frage, muss ich einfach nur leise sein? Oder kriegen die Hunde das mit durch den Geruch eventuell? Also ich mache jetzt extra, versuche ich leise zu sein, nicht zu schnell zu laufen, dass die Hunde da jetzt nicht irgendwie sagen, oh, da hinten ist wer? Ich laufe auch jetzt immer noch nicht, weil ich bin immer noch mit meinen Schuhen im Nassen. Da habe ich gar keine Lust drauf. Okay, der rennt weg. Ich dachte jetzt gerade für einen kurzen Moment, die kommen jetzt wegen mir. Also. Aber jetzt kommen sie wegen mir. Ei, das war laut. Hey, kommen die jetzt oder? Nicht so. No! No! Alter, das ist sehr heftig. Muss ich vielleicht doch leise sein? Wieso kommt denn der jetzt hier? Nee! Kannst du auch tauchen? Komm mal hier runter. Komm mal hier runter. Nee, kannst du nämlich nicht. Doch, kannst du. Scheiße. Oh oh. Shit. Ich hab vergessen, dass ich noch Luft holen muss. Warum? Das war wie? Also wir probieren nochmal durchsprinten. Nee, vergiss es. Okay, wir probieren jetzt nochmal drunter hertauchen. Ja, jetzt kommen die nächsten Hunde oder was? Nee, 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 bitte nicht. Oh, fuck it. Nein! Die sind ja gar nicht so blöd. Scheiße. Ich kann sie austricksen. Nee, okay, ich muss wirklich warten, bis die alle auf der anderen Seite des Zauns sind. Ey, das ist ja heftig. Juhu! Freunde! Haben wir eigentlich da jetzt auch schon rübergedrückt? Nee, ne? Nein, kommst du nicht. Das heißt, ich muss Brett für Brett einzeln hier abnehmen. Weil ansonsten kriegen die mich. Bin ich ehrlich. Das Problem ist, wenn ich jetzt dahinter reinrenne, die Hunde können ja mitkommen. Okay.
so dann doch nicht. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass er selbstständig einfach da so einen Schrank umschmeißt. Nein, 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 nein! Ich dachte, er greift automatisch oder er macht automatisch diese Kletteranimation. Aber nein, macht er nicht. Aber ich muss wirklich sagen, super faire Save Points. Wirklich. Wirklich gute Save Points. Faire Save Points. Aber das war jetzt gerade. Ich dachte wirklich, dass er jetzt einfach die Animation macht. Ach nein. Wie? Lass mich doch in Ruhe! Was machst du? Okay, ich muss warten, bis er anscheinend in seinem Büro ist. Ach, jetzt kommt auch noch so ein anderer Typ von da unten hoch. Jo, geht mal weiter ins Büro. Und guckt mal nicht durchs Fenster. Sondern schaut euch irgendwas an eurem Schreibtisch an. Okay. Ja, jetzt geht doch da rein. Ist ja geil, jetzt haben wir hier so ein U-Boot. Nice. Was können wir mit dem U-Boot machen? Jetzt zocken wir den Leuten einfach sein, hier irgendwie die Sachen weg. Ist auch geil. Das gefällt mir irgendwie schon wieder. Was können wir denn hier machen? Ach, hier kann ich einfach rein. Hallo? Einfach so gegendrücken. Wahrscheinlich hier runter, ne? Und... Oh, wie? Bin ich da hinter? Oder muss ich mehr Schwung holen, um... das da kaputt zu machen. Und... Hä? Ich muss doch bestimmt diese Bretter, die da sind, mit dem Ding hier kaputt machen, oder nicht? Alter! Ich kann aufladen mit dem Ding, das ist ja geil. Ich kann ihn hier so... und dann... Aber wo sind wir? Also, schön, dass ich aufladen kann, ja. Aber... In welchem Ozean sind wir bitte? Was ist das? Muss ich da rein? Okay. Wir sind auf der Suche nach der Titanic. Nach diesem blauen... Saphir? Diamanten? Ne? Am Ende des Films und so? Hat er nicht, also, ne, ist alles gut. So, ich gehe von aus, wir müssen da rechts weiter, aber ich will mal ganz kurz gucken, was wir hier noch so links haben. Nichts. Ja, hat sich gelohnt, nach da zu gucken. Also gehen wir jetzt mal hier mit ein bisschen Boost durch die Tür. Ich weiß auch gar nicht, ob dieses U-Boot irgendwann, wenn ich das zu oft mache mit diesem Boost, irgendwann, kaputt geht. Ich bin mal ehrlich, dieses Geblinke und jedes Mal, wenn ich diesen Boost zünde, hört sich das so an, als ob, als ob das U-Boot immer weiter kaputt geht. Ich hoffe, das bleibt noch heile, damit ich das Ding hier kaputt kriege. Nein! Ich stelle mich aber heute auch wieder an, wie... So, jetzt nochmal. Reicht es immer noch nicht? Hä? Ich muss doch das kaputt machen, oder nicht? Also ich meine, es ist... Klar, das dürfte wahrscheinlich nicht auseinanderfallen, aber... Hä? Okay. Ich glaube nicht, dass das Ziel ist. Aktuell für uns. Achso, das ist jetzt hier nur die... lol, jetzt kann ich doch aussteigen. Wie? Okay, komm, wir probieren einfach mal hier durchzuschwimmen.
Ja. Ich habe keine Ahnung, wie ich ausgestiegen bin, welche Taste das war. I don't know. Aber gut. Kenny, ja, das Spiel ist im Game Pass inkludiert. Dadurch bin ich erst darauf aufmerksam geworden, weil ich habe den Xbox Game Pass. Ja. Und da ist das Spiel quasi für umsonst. Dafür zahle ich aber monatlich halt einen Beitrag. Da hast du dann eine Auswahl von Spielen, die du dann spielen kannst. Und Inside ist diese Woche bei dem Game Pass mit dazugekommen. Oh Gott, das war jetzt aber lucky. Während ich das so erzähle, wollte ich jetzt einfach nur so ein bisschen hin und her springen. Aber cool. Gleich den Ausgang gefunden. Daher weiß ich gar nicht, wie viel das jetzt eigentlich aktiv wirklich kostet. Aber ich... Also dadurch, dass das Game, glaube ich, auch schon ein bisschen älter ist. Ich glaube, das ist aus dem Jahr 2016. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Okay. Das heißt, Knopf drücken und wegrennen. Oh. Run, 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 run. Und runter mit dir. Und zwar ganz nach unten. Ja, ja, ja. Das wird jetzt aber knappe Geschichte. Hier ging es um die Röhre. Ja, die waren wirklich sehr überraschend und haben uns auch einmal weggekickt. Ganz heftig. So, jetzt haben wir hier wieder so ein Ding wie vorhin, wie am Anfang. Ich weiß nicht, ob wir einfach Sachen so ziehen sollten, die aussehen wie eine Unterwassermine. Also wir machen's. Und die lädt sich irgendwie auf und gefühlt gehe ich lieber weg. Okay, ich dachte, die explodiert. Deswegen dachte ich mir nur mal ein bisschen Sicherheitsabstand. Aber ich gehe von aus, wir müssen uns hier so hoch katapultieren lassen. Verdammt! Ich wollte es nutzen, dass ich das so als wie so eine Art Sprungbrett nutze. Während mich so hochzieht. Aber, das lief jetzt beim zweiten Mal schon besser. So, und ich wette, ich muss noch gar nicht hierher. Ich wette, ich hätte noch weiter nach rechts gemusst, um irgendwas wieder mitzunehmen. Oder ich habe rechts weiter irgendwas verpasst. Ich weiß nicht, ob hier in dem Game irgendwas sowas wie Easter Eggs gibt oder so. Das ist auch möglich. Ach, jetzt muss ich mich hier so durch... Warte, okay, warte, warte. Jetzt müssen wir uns hier so durchschwingen. Und... Hopp! Jawoll. Okay. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass der jetzt dahinter ein Abgrund ist und ich falle einfach wieder wie so Dings einfach nur runter. Okay, jetzt haben wir... Ah! Und jetzt können wir durchspringen. Ich verstehe. Das heißt, wir können jetzt hier einmal nochmal durchschwimmen und können uns das U-Boot wieder mitnehmen. Was war das denn? Also, das war jetzt gerade nicht so nice. Daraufhin muss ich erstmal kurz was trinken. Das war ja mal gerade, was war denn das bitte im Wasser? Gremlins im Wasser, ja. Oh nee, ey. Wichtig auch, ne? In der jetzigen Zeit viel trinken. Bei mir ist richtig warm. Ich schwitze auch wieder wie Socke. Aber wir nehmen uns jetzt erstmal wieder unser U-Boot, laden das auf und machen hier so einen kleinen Jump rüber. Yes. Im U-Boot fühle ich mich ein bisschen sicherer. Auch vor diesen Unterwasserkrempels. Ja, also, ich hoffe mal, dass die im U-Boot oder dass das U-Boot mich davor beschützt. Nice. Okay, das Gebäude steht halbwegs unter Wasser. Warum? Also wir gehen mal ganz kurz runter und gucken mal, ob wir hier unten noch was Schönes finden. Aber nein. Aber warum? Also warum steht das Gebäude unter Wasser? Was ist hier passiert?
Und hier ist wieder ein Knöpfchen zum Drücken. Und ich habe jetzt nur... Ach so, wenn ich hochgehe und dann einfach... Ah, dann steigt er automatisch dann aus. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. So, kann ich dieses Knöpfchen jetzt hier drücken und ganz schnell nach oben wieder schwimmen? Kann ich. Sehr gut. So, jetzt gucken wir erstmal, was passiert. Also irgendwas hat sich gerade geöffnet, habe ich gehört. Wir schwimmen mal jetzt hier so ein bisschen weiter. Okay, wir können hier nicht... Okay, können wir... Nee. Kann ich das hier umwerfen irgendwie? Indem ich dagegen... Donner? Ah, lol. Aber da hätte ich jetzt auch durchschwimmen können. Also da hätte ich jetzt nicht das U-Boot für gebraucht. Bin ich der Meinung. Und wie geht's jetzt hier weiter? Nach unten tauchen? Wir dürfen nicht vergessen, der kleine Mann hat nicht so viel Luft. Also müssen wir ganz schnell. Ja, nee, wir müssen das U-Boot irgendwie mitnehmen. Ja, ja, ich weiß, wir sterben. Okay, okay. Also das heißt, wir müssen irgendwie es schaffen, das U-Boot mitzunehmen, weil wir müssen danach wieder hier rüber und so weiter und so fort. Ne? Habt ihr ja gesehen. So, das heißt, entweder müssen wir hier vorher noch was machen. Oder wir müssen das U-Boot hier verlassen und müssen komplett zurückschwimmen. So, warte. Dann schwimmen wir jetzt mal hier zurück, aber natürlich nicht im Tauchmodus. Weil der kleine Kerl hat ja, wie gesagt, nicht so viel Luft. Ne? Deswegen lassen wir ihn jetzt einfach mal da so ein bisschen schwimmen. Hallo, schwimmst du weiter? Danke. Dann tauchen wir nämlich hier runter. Gehen wieder rüber. Können dann wieder ins U-Boot einsteigen. Und mit dem U-Boot können wir dann wieder quasi da drüber hüpfen. Damit wir dann da wieder weiterkommen. Einfach gesagt. Und ich gehe auch von aus, einfach gemacht. So. Genau, aber jetzt können wir doch jetzt wieder in unser Bötchen. Hier reinhüpfen. Ja, da rein. Quasi dann wieder hier reinhüpfen. Yay! Ich finde es so geil, dass du mit diesem Boot einfach so hüpfen kannst. Macht richtig Spaß. Aufladen und oben dagegen. Voll geil. Was bist du? Was bist du denn? Möchte es uns einfach nur irgendwas zeigen? Soll ich irgendwie... Oder muss ich das kaputt machen? Jetzt verfolgt es mich. Das macht mein U-Boot kaputt, bist du blöd? Okay, es hat Angst vor diesem Licht. Solange... lässt er mich auch in Ruhe. Also das heißt, ich muss mich wahrscheinlich immer wieder mal so vorboosten. Ist jetzt so meine Taktik zumindest. Dass ich vor ihm wegkomme. So hier, so mäßig. Ja, und jedes Mal, wenn du mir zu nahe kommst, bleib ich kurz stehen, lad auf währenddessen und verdünnisiere mich. Oh, nee, warte. Nee, wir gehen jetzt... Wir drücken dich jetzt wieder zurück. Weil ich habe gerade gesehen, dass da oben ein Tor ist. Geh weg. Nein! Nein, 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 nein. Du bleibst da. Du bleibst da. Du bleibst da. Oho. Okay, damit haben wir zumindest das Unterwasser-Gremlin, was auch immer das war. Ja, haben wir weggehalten. So. Hat einfach mein U-Boot kaputt. Das ist so unglaublich. Schon schlimm genug, dass ich mein U-Boot selber kaputt machen muss.
nehme ich hier jedes Mal dieses Boost mache. Ich gehe davon aus, dass irgendwann das Ding hier komplett im Eimer ist. Und wir das natürlich dann wieder nicht nutzen können weiter. Bis dato fühle ich mich, wie gesagt, sehr, sehr sicher. Oh nee, ich dachte, ich kann hier auch auf Land so boosten, aber geht ja nicht. Wie auch. Aber gut, okay, wir haben das Meer überquert. Wo auch immer wir waren. Und jetzt kommen wir anscheinend zu einer... Ja, ich will jetzt nicht sagen, es sieht aus wie ein Gefängnis, aber es sieht schon sehr aus wie ein Gefängnis. So mit den hohen Mauern und so. Als ob man da nicht rein möchte.